So, jetzt wollen wir in die Bibel schauen, weil es gibt ja sehr unterschiedliche Vorstellungen von Gott, aber Gott selber hat sich halt geoffenbart in seiner Schrift, in der Bibel. Und da geht es darum, dass man jemanden kennenlernt anhand seines Wortes. Und mir ist eine Bibelstelle in den Kopf gekommen, wo Gott sich dem Mose vorgestellt hat. Und Mose hat ihn gefragt, wenn ich zu dem Volk sprechen werde, was soll ich denn sagen? Wie ist denn dein Name? Und in dieser Bibelstelle, die ich jetzt gerne mal vorlesen möchte, da gibt Gott eine sehr interessante Antwort. Da heißt es: Mose aber antwortete Gott: Siehe, wenn ich zu den Söhnen Israel komme und ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie fragen, was ist sein Name, was soll ich dann zu ihnen sagen? Da sprach Gott zu Mose: Ich bin, der ich bin. Dann sprach er: So sollst du zu den Söhnen Israel sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose: So sollst du zu den Söhnen Israel sagen, Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abraham, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit und das ist meine Benennung von Generation zu Generation. Ja, also Jens, wenn du mich jetzt fragst, ob in dieser Art und Weise, wie Gott sich jetzt hier vorstellt, ein verschwommenes Gottesbild jetzt schärfer geworden ist, dann habe ich da so meine Zweifel. Aber ich glaube, darauf zielte doch diese Thematik eigentlich, als Mose Gott gefragt hat, ob das so wirklich geholfen hat. Ich weiß nicht, was denkst du dazu? Also ich finde es auch komisch, diese Aussage, ich bin, der ich bin, was könnte das bedeuten? Also es geht ja Gott wahrscheinlich nicht darum, dass er nur sagen will, ich existiere, also ich bin da, sondern er wollte bestimmt irgendwas anderes zum Ausdruck bringen. Und wenn man dann genauer hinschaut, dann ist eine korrekte Übersetzung eigentlich, das muss ich mal genau nachlesen hier, ich bin der Dabeiseinende oder auch ich bin der ich sein werde. Also, das beschreibt Gott viel mehr als jemand, der bei den Menschen sein will, der ein Bedürfnis nach Beziehung hat, nicht so sehr sagen will, dass er existiert, sondern der sagen will, er ist bei uns. Und das war ja damals für die Hebräer und das will er heute für uns immer noch sein. Also, nachdem, wie das jetzt so im ersten Moment auf mich wirkt, ist aber so diese Darstellung ja noch nicht so, dass Gott sofort auf die Beziehungsebene zu uns runterkommt und sich anfassbar macht, sondern ist ja doch eher noch kryptisch und nicht so sehr auf der Ebene, dass er sich jetzt als eine Person oder als eine Persönlichkeit anfassbar macht. Ja, das stimmt. Im Alten Testament ist er mehr der ferne Gott. Mhm. Aber die Bibel sagt, in Jesus Christus ist er uns noch näher gekommen. Er ist selber Mensch geworden. Er ist selber, hat sich gezeigt als jemand, der anzufassen war, den man gekannt hat. Und auch dadurch hat er noch stärker ausgedrückt, ich bin bei euch. Ich bin der dabei ist. Ja? Und das Interessante ist, wenn man sich dann Jesus anschaut, und was die Apostel über ihn geschrieben hat, dann kann man zum Beispiel lesen, dass der Apostel Paulus in seinem Brief an die Gemeinde in Kolossä gesagt hat, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Also Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und Jesus war ja nur wirklich beziehungs- und menschenorientiert. Also er hat den Menschen geholfen, er hat die Menschen befreit, er hat ihnen gedient, er hat sie ermutigt. Er war also sehr menschenorientiert. Und er hat zum Schluss ja auch gesagt, ich werde immer bei euch sein bis zum Ende der Zeit. So, und ich glaube, dass Mose nicht nur den Hebräern erklären wollte, dass der Gott ein Gott ist, der bei ihnen ist, sondern dass das auch letztendlich durch Jesus seinen Nachfolgern bekannt gemacht werden sollte. Und interessant ist, wie Jesus reagiert hat, als einer seiner Jünger ihn gefragt hat, ach, zeig uns doch mal den Vater. Ich lese das gerne mal vor aus Johannes 14, Vers 7 bis 9. Da heißt es, wenn ihr mich erkannt habt, sagt Jesus, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und ihr habt ihn gesehen. Da sagt Philippus zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm,
So lange bin ich bei euch. Und du kennst mich nicht, Philippus? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Also letztendlich, wer wissen will, wie Gott im Himmel ist, der muss sich eigentlich mit Jesus beschäftigen. Und in der Bibel gibt es ja 4 Bücher, die das Leben Jesu beschreiben, die 4 Evangelien. Und jeder Schreiber hatte so seinen eigenen Schwerpunkt. Und der Johannes, einer der Nachfolger Jesus, der betont in seinem Bericht über Jesus sehr stark, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Also diese Gottes-Eigenschaft von dem Menschen Jesus von Nazareth hat er sehr stark herausgehoben. Und er hat in seinem Evangelium 7 Bezüge geschaffen, wo Jesus gesagt hat, dass er der gleiche ist, der sich im Alten Testament als der Ich Bin dargestellt hat. Das sind die sogenannten Ich Bin-Worte von Jesus. Und 4 davon wollen wir uns mal genau angucken. Ja. Ja, das wäre ja dann wirklich mal sehr interessant, das sich genauer anzuschauen. Also das erste Ich Bin-Wort, was bei mir sofort aufploppt, ist das aus Johannes 10, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Ja. Und er, also der gute Hirte, lässt sein Leben für die Schafe. Ich meine, wir haben ja gerade Ostern hinter uns gebracht und da wird ja viel über das Osterlamm gesprochen und werden sogar Osterlämmer gebacken. Allerdings hat das dann irgendwo wenig mit dem Opfer von Jesus zu tun. Aber Jesus stellt sich ja hier dar als der gute Hirte, der sein Leben für die Schafe lässt. Und das ist eben das Bild für Jesus und die Menschen. Ich meine, mich hat es noch nie motiviert, mich mit einem Schaf vergleichen zu lassen. Schafe sind so unglaublich dumme Tiere. Aber es ist ja eigentlich genau das, was Jesus ausmacht. Und wenn man sich Jesus als den guten Hirten anschaut, dann ist es doch so, dass Jesus die Persönlichkeit eines Hirten ist, der ich mich doch gerne anvertraue, der ich doch gerne folge und wo ich ja mein ganzes Vertrauen hineinsetzen kann. Also das ist schon wirklich ein sehr, sehr starkes Bild. Mhm. Und ja, also ich folge diesem Hirten immer wieder gerne und auch absolut freiwillig. Und wenn wir jetzt mal bei dieser Reihenfolge bleiben von Ostern, die wir jetzt gefeiert haben, dann ist es das Erste, dass der gute Hirte sein Leben gelassen hat für die Schafe. Und da gibt es ein zweites Ich-Bin-Wort, wo eben auch gezeigt wird, dass alles Trennende überwunden ist. Also nicht nur der Tod, sondern auch die Schuld. Und das können wir mal nachlesen in Johannes 11, Vers 25. Da sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Und das haben wir ja im Prinzip zu Ostern gefeiert. Wir haben die Auferstehung gefeiert. Wir haben uns Gedanken dazu gemacht, dass Jesus nicht mehr tot ist, sondern lebt. Und er zeigt sich auch in dieser Stelle als der, ich bin bei dir, Gott. Ich bin lebendig. Ich bin deswegen, kann ich auch bei dir sein. Und wir wissen mit dem Sterben, dass jeder von uns mal irgendwann dran ist. Jeder ist mal irgendwann fällig. Aber es braucht nicht hoffnungslos zu bleiben. Es braucht nicht aussichtslos zu bleiben, sondern wenn wir tatsächlich sehen, dass Jesus auferstanden ist, dass er die Auferstehung und das Leben ist und er das für uns gemacht hat, dann können wir das auch für uns in Anspruch nehmen, dass wir auch leben werden, selbst wenn wir gestorben sind. Also, wer auf Jesus vertraut, der kann auch auf diese Kraft vertrauen, die Jesus aus den Toten auferweckt hat. Und diese Kraft, sagt die Bibel, die möchte er gerne durch seine Gegenwart in uns wirksam werden lassen, auch an uns, auch an unseren Körpern später mal. Ja, super. Ich habe dann da auch noch eine von diesen Ich-Bin-Stellen. Und da habe ich jetzt mal eine, die aber mal so richtig herausfordert. Und zwar ist das die in Johannes 14, Vers 6. Da sagt Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Warum ich die so besonders herausfordernd finde, ist, dass Jesus hier einen Absolutheitsanspruch aufrichtet. Mhm. Jesus behauptet hier von sich, ich bin nicht ein Weg, nicht eine Wahrheit oder meine Wahrheit, sondern ich bin die Wahrheit. Heute leben wir ja in einer Gesellschaft, leben in einem Umfeld, wo viele Leute behaupten,
ist doch egal, zu welchem Gott du betest oder wie Gott bei dir heißt. Letzten Endes beten ja doch irgendwie alle zu demselben. Mhm. Und Jesus geht hier mal konsequent gegen diesen religiösen Einheitsbrei und sagt, es gibt wirklich nur eine einzige Lösung. Diese eine einzige Lösung, eines Tages bei Gott anzukommen, und die ist in seiner Person gegeben. Das heißt, es geht nicht rechts oder links von Jesus, sondern es geht nur über Jesus. Und das ist auch dasjenige, wie ich es verstehe. Damit stehe ich auch, dafür stehe ich mit meinem ganzen Denken und mit meinem ganzen Herzen. Es gibt nur einen einzigen Weg und dieser Weg heißt Jesus Christus. Mhm. Und da spaltet sich alles. Wir können da nichts relativieren, sondern es geht darum, dass wir Jesus als die Wahrheit anerkennen. Mhm. Und darin ist wirklich diese Erlösung und darin ist Frieden. Es gibt keinen anderen Weg, als über das Kreuz Vergebung für die eigene Schuld zu empfangen und auch für Schuld und Schande Auflösung zu erfahren. Das geht nur über Jesus. Mhm. Und das ist eben hier auch dieser Ich bin bei dir Gott, der dann aber auch sagt, es gibt nur diesen einen Weg und du musst dich auf diesen Weg einlassen, mhm. kompromisslos. Mhm. Jetzt kommen wir mal zu dem vierten Ich-Bin-Wort. Und das lese ich mal vor aus Johannes 6, Vers 35. Da sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird keinen Hunger. Und wer an mich glaubt, wird keinen Durst mehr haben. Also wenn Jesus sich als das Brot des Lebens bezeichnet, dann meint er mit Sicherheit nicht ein Brot, was man physisch nimmt. Also sicherlich unser Körper, der hat Hunger, unser Körper, der hat Durst und wir brauchen Ernährung, um zu leben. Und Jesus nimmt genau dieses Bild vom Brot, das ja interessanterweise auch im Abendmahl sich wiederfindet, um zu sagen, es gibt ein geistliches Leben, was ernährt werden muss. Ein geistliches Leben, was auch eine Speise braucht. Und er sagt, ich selber bin diese Speise. Und interessanterweise ist das so, dass der Johannes, der über dessen Evangelium wir ja schon gesprochen haben, ganz am Anfang beschreibt, dass Jesus das Wort Gottes ist. Und Jesus sagt an einer Stelle selber mal, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, was aus dem Munde Gottes kommt. Und darauf bezieht er sich, wenn er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin derjenige, der dann dafür sorgt, dass du nicht mehr hungerst und nicht mehr dürstest. Hm. Und welches besseres Bild von einem Gott gibt es, der bei mir ist, als jemand, den ich essen und trinken kann, also im übertragenen Sinne. Ja? Also es ist ein sehr starker Ausdruck, nochmal hier in diesem vierten Vergleich, dass Jesus sich als das Brot des Lebens darstellt und sagt, ich bin sogar so nah bei euch, ich will nicht nur bei euch sein, sondern ich möchte sozusagen sprichwörtlich in euch sein. So wie ihr ein Brot aufnehmt, das ist übrigens ein guter Gedanke auch gleich fürs Abendmahl, dann trefft ihr eine Entscheidung, mich aufzunehmen. Und wir nehmen Jesus nicht in unseren Magen auf, wir nehmen Jesus in unser Herz auf. Und da geht es auch drum im Abendmahl. Wenn ich also so über diese Ich-Bin-Worte nachdenke und ich komme nochmal zurück auf diesen Gedanken von Mose mit Gott an diesem brennenden Dornbusch, wo Gott sich so offenbart, dann denke ich mir, Gott möchte um jeden Preis uns deutlich machen, dass er der bei uns Seiende ist. Er ist uns nah. Er ist uns näher, als wir uns das vorstellen können. Und das ist auch der ganze Ausdruck dieser Ich-Bin-Worte, die Jesus dann bringt und in denen er sich beschreibt. Gott ist der Gegenwärtige. Und ich möchte uns wirklich ermutigen dazu und möchte dich bestärken dazu, dich darauf einzulassen, dass Gott bei dir ist. Der ist jetzt in deiner Gegenwart. Der ist jetzt bei dir. Der ist jetzt nah. Und wie leicht ist es mit jemandem, der direkt bei einem ist, so wie Uwe, du jetzt bei mir bist, wie man dann miteinander reden kann. So ist es auch mit Gott. Gott ist nur ein Gebet weit weg. Also es ist ein leichtes, dem Gott, der sagt, ich bin, der dabei ist, zu begegnen, indem man mit ihm spricht. Ja, und jetzt geht's mal dahin, dass Jesus seinen Jüngern ja auch gesagt hat, als er beim letzten Abendmahl war, wir haben uns damit beschäftigt, Karfreitag, dass er gesagt hat, ach, mich hat das so gesehnt, mit euch zusammen zu sein. Ich habe da so eine Sehnsucht nachgehabt. Und ich glaube, das gilt heute immer noch. Und
Im Grunde hat er in diesem Abendmahl auch ausgedrückt, ich bin euch ganz nahe, ich bin bei euch. Und ich möchte dazu mal eine Stelle lesen, die wir in der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, finden. Und zwar im dritten Kapitel im Vers 20. Da heißt es von Jesus: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. So ist also auch das Einnehmen des Abendmahls eine gute Möglichkeit, einen Schritt auf Gott zuzugehen und im Abendmahl mit Vertrauen auszudrücken: Herr, ich glaube, dass du all das, was du beschreibst, wer du bist, für mich auch getan hast. Du bist der gute Hirte, du hast dein Leben gelassen. Du bist die Auferstehung und das Leben. Du hast ewiges Leben für mich erworben am Kreuz und durch die Auferstehung. Und du bist der einzige Weg zum Vater. Und schlussendlich bist du mir so nah, dass ich das feiern kann im Essen und im Trinken. Genau. Ich finde das wunderbar, dass wir so zusammen Abendmahl feiern können und feiern dürfen. Und wenn du mit dieser Glaubenshaltung gleich in dieses Abendmahl mit uns hineingehst, dann bist du herzlich eingeladen. Dann bist du herzlich eingeladen, dieses Abendmahl mit uns zu feiern und dich teilhaftig zu machen mit deinen Geschwistern hier auf der Erde. Denn Jesus sagt ja, dass wir Brüder und Schwestern sind. Und natürlich auch Teil des Leibes Christi zu sein und in der Vertikalen mit Gott verbunden zu sein. So, wir kommen jetzt zum Abendmahl. Und ich möchte in dieses Abendmahl einleiten mit drei Gedanken, die mir wichtig sind. Und die erschließen sich alle aus dem, was der Paulus an die Korinther geschrieben hat über das Abendmahl. Und das erste ist, dass wir uns erinnern, dass wir zurückschauen. Und da möchte ich mal zuvor lesen, was er dort schreibt. Und er nahm das Brot, dankte und brach es und gab es ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Wir haben uns daran erinnert, dass Jesus der gute Hirte ist, der sein Leben gegeben hat für die Schafe. Wir haben uns daran erinnert, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist, dass er bereit war, durch den Tod hindurchzugehen und von seinem Vater wieder auferweckt wurde. Wir haben uns erinnert daran, dass er der einzige Weg zum Vater zurück ist. Und jetzt kommt es auf unser Vertrauen drauf an, wenn wir dieses Brot essen und wenn wir den Kelch nehmen, in Erinnerung daran, dass das für uns Kraft hat, dass das für uns wirksam ist. Die zweite Perspektive, die ich einnehmen möchte, ist die Perspektive in mich selber hinein. Und ich möchte uns alle ermutigen, uns mal uns selbst dabei anzugucken. Also der erste Blick ist zurück, der zweite ist in uns hinein. Und da heißt es: Der Mensch prüfe sich selbst, und so esse er von diesem Brot und so trinke er von diesem Kelch. Und wir wollen jetzt mal eine Zeit nehmen, wo wir einfach darüber nachdenken, was sind die Gründe dafür, dass Gott diesen schweren Weg durch Jesus gehen musste, um diese Trennung von ihm zu beseitigen. Wir wollen aber nicht darin verharren, auf unsere Schuld, auf unsere Scham und auf unsere Angst zu schauen, sondern wir wollen auf Jesus schauen. Wir wollen auf ihn schauen, der ja die Gnade ist. Die Sünde trennt uns von Gott, aber Jesus hat durch sein Werk die Gnade erbracht. Und deswegen heißt es dort auch: Dann sollen wir essen, dann sollen wir trinken, weil wir das dann damit wertschätzen, was Jesus für uns getan hat. Also nicht mehr unsere Schuld ist das Maßgebliche, wenn wir uns in uns hineinschauen, sondern das, was Jesus für uns getan hat. Wir bringen also unseren Glauben zum Ausdruck, wenn wir dann das Abendmahl feiern. Und die dritte Perspektive ist die Perspektive nach vorne. Also wir haben erst zurückgeschaut, dann haben wir in uns geschaut und jetzt wollen wir nach vorne schauen. Und da heißt es: Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Unsere Perspektive ist eine hoffnungsvolle Perspektive. Wir erwarten, dass Jesus wiederkommt. Wir erwarten, dass es nicht dabei bleibt, dass er nur gestorben und auferstanden ist, sondern wir glauben, dass er wiederkommt. Deswegen beten wir auch: Dein Reich komme, weil wir erwarten, dass er zurückkommt. Und wir drücken diese Erwartung aus. Indem wir das Abendmahl feiern, drücken wir aus und verkündigen wir, dass Jesus wiederkommt. Und genau, deswegen wollen wir jetzt eigentlich so zum Abendmahl kommen. Ja, und so haben wir dieses große Vorrecht, dieses Abendmahl miteinander zu feiern. Und so wollen wir jetzt einfach auch für das danken, was Jesus uns gegeben hat, nämlich zum einen seinen Leib, und dass er sein Blut vergossen hat.
Und so heißt es, dass Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm, es dankte und es brach. Herr, und so danken wir dir jetzt gemeinsam, dass du das getan hast für uns. Herr, dass du dein Leib für uns gegeben hast, dass du ihn hast brechen lassen, damit wir mit dir leben können. Danke, Jesus. So haben wir dieses große Vorrecht, dieses Abendmahl ja, miteinander zu teilen. Ich glaube, in Zeiten von Corona ist das besser, wenn du dir dein Stück selbst abbrichst. Und wir so gemeinsam essen dürfen, im Blick auf Jesus und auch auf das hin, was Jens gerade mit uns geteilt hat. Danke, Jesus, für deinen Leib. Dann lesen wir, dass Jesus nach dem Mahl auch den Kelch nahm und diesen Kelch seinen Jüngern darreichte und sagt, nehmt und trinkt alle daraus. Das ist das Blut des neuen Bundes. Und wir dürfen diesen neuen Bund feiern. Wir dürfen Teil dieses neuen Bundes sein, den Jesus durch sein Blut aufrecht gestellt hat. Und so danken wir dir dafür, Jesus, dass du dein Blut vergossen hast. Herr, dass du dein Leben ausgegossen hast, damit wir Leben haben dürfen. Amen. Und so dürfen wir Teil dieses Kelches sein, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Dieses Abendmahl so feiern zu dürfen, ist ein riesiges Geschenk. Und ich bin sehr froh darüber, dass du das heute hier in dieser Art und Weise im Glauben mit in Anspruch genommen hast und mit dabei bist. Und so dürfen wir auch als Gemeinde miteinander verbunden sein. Das wollen wir im Glauben so in Anspruch nehmen, dass wir uns einhaken wie in einem Netz. Nach rechts, nach links, nach oben, nach unten, dass wir so auch in diesem Abendmahl miteinander verbunden sind. So bleibt es mir nur an dieser Stelle, euch zu segnen und unter den Schutz unseres Herrn zu stellen. Danke, Jesus, dass wir wissen dürfen, dass du bei uns bist. Jede Sekunde, jede Minute, jeden Tag unseres Lebens. Danke, Herr, dass du mit jedem Einzelnen gehst, egal was geschehen mag, egal was kommen mag. Herr, wir dürfen wissen, du bist bei uns. Du bist der Ewige, so wie wir es gehört haben. Du bist der Seiende. Du bist derjenige, der immer da ist und der uns nah sein will. Und danke, Herr, dass es wahr ist, dass du nie weiter weg bist als ein Gebet. So bitte ich dich um Stärke und Kraft für jeden einzelnen Tag, der jetzt vor uns liegt. Danke für deine Nähe. So segne und behüte euch der gnädige Gott. Amen. Ja, vielleicht können wir noch hinweisen auf Kontaktmöglichkeiten. Die findet man unter dem Video. Da ist ein Hinweis auf die Homepage und da gibt es auch weitere Informationen. Und wir möchten alle ganz herzlich einladen, auch nächsten Sonntag wieder dabei zu sein, wenn wir hier aus der Kirche im Bahnhof unseren Online-Gottesdienst übertragen. Ich wünsche einen schönen Tag.